hinter mich! Ich werde ihn aufhalten! Joshua! Ich bin dein Schild. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für Ifrit. Aber du hast doch noch mich, Bruder! Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir zusammen!
schnell, bevor die Brücke wegbricht. Wie bei den anderen, liegt der Eingang zum Heiligtum sicher am Fuß des Kristalls. Wir sind fast da. So wenige von euch. Das könnte etwas dauern. Jetzt, Torgal! Nicht erwartet.
Über diese Brücke dort gelangen wir ins Heiligtum. Dann ist es nicht mehr weit. Jetzt, Torgal! Lass zu langsam! Weg! Yeah.
Konzentrier dich. Wir müssen da durch. Come on.
Hier drüben! Die ganze Armee ist hier. Zurück, Joshua. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clive. Hör mich an. Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Was soll ich dann tun? Ist die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Gav. Er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Ich begleiche nur meine Schuld. Prinz Theon. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, eure Hoheit. Dion, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Wenn die edlen Damen und Herren also langsam soweit wären? Schön gesagt, Gav. Wir haben viel zu tun. Ich schätze mal, dass du da reingehst, egal was ich dir sage. Aber versprich mir bitte, dass du gut auf dich aufpasst. Tante wäre am Boden zerstört, wenn dir was passiert, wo sie mich extra das ganze Zeug nach Ashra hat schleppen lassen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Also, du kaufst mir was ab, ja? Meld dich, wenn du noch etwas brauchst.